Leichtathletik-Superstar Usain Bolt wird am Freitag mit den Bundesliga-Fußballern von Borussia Dortmund trainieren. Dies bestätigte der schnellste Mensch der Welt am Mittwochabend in einer knappen Twitter-Botschaft. BVB, mach dich bereit für Freitag, schrieb Bolt unter dem Hashtag RauteBeBolt und twitterte dazu ein Comicbild seiner selbst im BVB-Trikot. Die Dortmunder Borussia twitterte kurz darauf, Bolt is coming. Wie die Dortmunder mitteilten, wird die Einheit im Trainingszentrum an der AG Breisler Allee am Freitag um 10.30 Uhr beginnen und öffentlich sein. Einlass ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt. Der 31 Jahre alte Jamaikaner Bolt, der seine Sprinterkarriere 2017 beendet hat, ist ein riesiger Fußballenthusiast. Zuletzt hatte Bolt bereits ein Video veröffentlicht, das ihn im Dress des BVB beim Training zeigt. Die Dortmunder haben den gleichen Ausrüster wie der Weltrekordler über 100 und 200 Meter. Bolt, glühender Anhänger des englischen Rekordmeisters Manchester United, hatte schon vor seinem Abschied von der Laufbahn immer wieder von seinem Wunsch gesprochen, anschließend eine Karriere als Profifußballer zu starten. Es ist ein Traum, ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich möchte das wirklich machen und sehen, wie weit ich komme, hatte Bolt erklärt, es ist ein persönliches Ziel, es ist mir egal, was andere Leute denken. Seine Laufbahn als Leichtathlet endete im vergangenen August auf dramatische Art und Weise. Bei der WM in London verletzte sich Bolt in seinem letzten Rennen, der 4x100m-Staffel. Über 100 Meter hatte er nur Bronze gewonnen.